Kirche Lindenwiesel, das sind wir. Menschen aus der Region. Bodenständig und vom Himmel inspiriert. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe in der Kirche ein und leben sie im Alltag. Liebe Familie, willkommen zum Input der Woche 99, ganz knapp vor 100. Der 100. kommt, garantiert. Aber wir sind jetzt bei 99. In den letzten Wochen beschäftigt uns ja alle die ganze Frage von Krieg und Frieden und unsere Rolle als Christen in diesem ganzen Elend, das läuft in der Ukraine. Und in diesem ganzen Unterwegs sein und Nachdenken begleitet mich immer wieder eine Geschichte. Die kommt mir immer wieder in Erinnerung. Immer wieder wird sie präsent. Und dieser Geschichte entlang will ich ein paar Impulse setzen, auch für uns im Umgang mit diesem ganzen Elend. Das muss man wirklich so sagen, mit diesem Seufzen und Stöhnen der Schöpfung und der Menschen. Es ist die Geschichte, die wir im Alten Testament finden, im Buch der Richter. Es geht um Jiftach. Jiftach waren Richter. Richter waren Menschen, die das Volk geführt haben, in charismatische Führer, die begabt waren und auch eingesetzt wurden, um das Volk Israel damals zu führen. Und die Geschichte von Jiftach will ich kurz erzählen, dann ein paar Parallelen ziehen zu dem, was wir heute erleben. Jiftach, so beginnt die Geschichte, Jiftach war der Sohn einer Prostituierten. So beginnt's. Jiftach, der Sohn einer Prostituierten. Und er hat bei seinem Vater auf dem großen Anwesen, einem Patriarchen, hat er gelebt mit seinen Halbbrüdern. Aber die Geschichte beginnt, der Sohn einer Prostituierten. Die Geschichte läuft, Jiftach lebt mit seinen Halbbrüdern dort, es wird nichts berichtet. Und dann geht es ums Erben. Und beim Erben auf einmal wird dieser Jiftach blöd angemacht. Und die sagen zu ihm, du bist doch der Sohn einer Prostituierten. Das bist du. Und sie jagen ihn vom Hof, damit sie das Erbe für sich behalten. Jiftach ist natürlich tief gekränkt, kann man nachvollziehen. Und er beginnt, eine Räuberbande aufzubauen, zu gestalten mit irgendwelchen verruchten Gestalten. Und er ist ein ganz erfolgreicher Mensch im Überfälle machen, Beutezüge in der Gegend und über die Region hinaus und hat so seine Leute um sich herum. Die Geschichte geht weiter. Die Leute stammen vom Stamm Gad, einem israelitischen Stamm. Und Gad, habe ich gesagt, Gilead heißt Gilead. Und dann kommt dieser Krieg mit den Ammonitern. Die werden in einen Krieg verwickelt, die Leute vom Stamm Gilead. Und es ist kurz vor der Niederlage. Und dann erinnern sich die Brüder und sagen, unser Halbbruder, dieser Sohn einer Prostituierten, der ist ein ganz erfolgreicher Anführer. Komm, wir holen ihn zu uns und dann haben wir eine Chance gegen die Ammoniter. Gesagt, getan, sie gehen zu diesem Jiftach und das Erste, was er ihnen sagt, als sie ihn fragen, ob er kommt, um sie anzuführen, erinnert ihr euch nicht mehr? Ihr habt mich vom Hof gejagt, ihr habt mich weggejagt, ihr habt mich gedemütigt, ihr habt mich fertig gemacht. Und jetzt, wo ihr in Not seid, kommt ihr wieder zu mir. Man merkt, er handelt aus seiner Lebenswunde heraus. Und dann sagt er, ich werde euer Anführer mit allem, dass ich der Bestimmer bin. Und sie haben ja keine andere Wahl, stimmen dem zu und dann wird Jiftach der Anführer. Die Kämpfe sind extrem. Und dann legt Jiftach ein Gelübde ab. Und er sagt so, Gott, wenn wir die Ammoniter besiegen, dann werde ich das Erste, was aus der Tür kommt, wenn ich nach Hause komme, was aus der Tür meines Hauses kommt, das werde ich dir opfern. Die Leute vom Stamm Gilead sind erfolgreich, siegreich, und er kehrt heim und die Tür geht auf. Und was herauskommt, so lesen wir es, ist,
seine Tochter, die einzige. Voll krass. Er hat in seinem Eifer das Gelübde abgelegt. Das erste, was aus der Tür kommt, werde ich opfern. Jetzt kommt die Tochter, die einzige. Und dann sagt Iftach nicht, ich bin so ein Vollidiot. Wie kann ich sowas? Er sagt zu seiner Tochter, warum tust du mir das an? Als Erste aus der Tür zu kommen. Und dann das Drama, er opfert seine Tochter ein paar Wochen später. Echt verrückt. Die Geschichte geht noch weiter, ein paar Eckpunkte noch. Es kommt zu Rangeleien mit einem Nachbarstamm, mit dem Stamm Ephraim. Das sind ja wie Baden-Württemberg und Bayern und Hessen, so hat ja Israel die 12 Stämme, einer ist Gilead und einer Ephraim. Es kommt zu Rangeleien, die machen sich wieder lustig über diesen Iftach. Und aus diesen Rangeleien wird ein bitterer Kampf, ein erbitterter Kampf. Wenn man sich vorstellen, Stammes- oder Volksgenossen, wenn sie auch unter, von einzelnen Stämmen sind, wie die Bayern gegen Baden-Württemberg, ein erbitterter Kampf. Und sie machen sich nochmals lustig über diesen Iftach. Und dann kommt es zu dieser entscheidenden Situation an den Jordan-Übergängen. Und die Ephraimiter, die Frage ist, sagt einmal Schibulet. Und wenn sie Schibulet sagt, konnten sie nicht sagen, sondern Sibulet. Und jedes Mal, wenn einer über die Jordan fortgehen wollte und das nicht aussprechen konnte richtig, weil er eben vom Stamm Ephraim war, wurde er getötet. 42.000 Mann. Das falsche Wort ausgesprochen. 42.000 Mann wurden von ihren Volksgenossen getötet. Ein Drama ohne Ende. Und das begleitet mich. Dahingehend, und jetzt schlage ich die Parallele zum russischen Machthaber, und ich frage mich, was geht in diesem Menschen vor? Was ist seine Geschichte? Und ich sage es noch ein paar Mal, aber ich sage es jetzt das erste Mal, das rechtfertigt das Verhalten von ihm überhaupt nicht, was ich jetzt sage. Aber wir dürfen auch mal, so wie bei diesem Iftach, einmal denken, was ist es denn, dass er so brutal vorgeht, dieser Wladimir Putin? Wie viele Demütigungen hat er vielleicht erfahren in seinem Leben? Das große russische Reich ist zusammengebrochen. Seine Hoffnung ist, dass es wieder ein großes Weltreich wird. Der Westen macht sich immer wieder lustig über ihn. Das war mal das Bild Putin mit entblößtem Oberkörper auf einem Pferd. Und er wurde durch die westliche Presse lächerlich gemacht, ohne Ende. Als jetzt der Truppenaufmarsch war in Richtung Ukraine, da hat ihm Joe Biden gedroht und gesagt, wir werden euch Russen bestrafen. So, wir sind die Weltrichter, Weltenrichter. Und wer nicht spurt, wird von uns bestraft. Was für Demütigungen. Und ich sage nochmals, das rechtfertigt den Einmarsch in der Ukraine überhaupt nicht. Aber wir müssen auch, wenn wir das Vaterunser beten und beten, Herr, vergib uns unsere Schuld, dann müssen wir uns auch mal fragen und sagen, was ist denn unser Anteil vom Westen vielleicht an diesem Elend? Und ich glaube, diese Demütigungen, diese Erniedrigungen, dieses lächerlich machen, hat mit dazu beigetragen, kann ich mir vorstellen, wie eben bei diesem Iftach. Wären die ihm anders begegnet? Wer weiß, wie es ausgegangen wäre. Hätten sie ihm nicht vom Hof gejagt? Hätten sie nicht gesagt, du bist ja nur der Sohn einer Prostituierten? Ich will nur, dass wir auch mal einen anderen Blickwinkel bekommen. Die Bibel lädt uns zu solchen Sichtweisen ein. Und natürlich ist klar, dass Wladimir Putin, ich sag's mal so, im Götzendienst verfallen ist. Seiner Vision vom großen russischen Reich, das ist seine Vision, mächtiger und mächtiger zu werden. Für das gibt er alles und er würde ja sogar sein Leben lassen.
Und das ist ein Götze. Das muss nicht etwas sein, was ich anbete. Er betet schon die Macht an. Aber der Weg dorthin, da haben wir aus dem Westen auch unsere Verantwortung. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich, Thomas, ich tue sowieso nicht, stimmt. Aber wie habe ich darüber geredet? Und habe ich mich auch gefreut über die Bilder? Habe ich mich auch gefreut, als man ihn so ihm gedroht hat, diese Kriegsrhetorik, wir werden euch bestrafen und fertig machen? Oder konnte ich sagen, hallo Leute, bitte so nicht. Wir als Christen, wir haben einen anderen Dienst in diesem Zusammenhang zu tun. Wir können uns fragen, wie könnte jetzt Heilung und Prävention überhaupt aussehen, auch für die Zukunft? Und das beginnt natürlich bei mir selber. Jeder von uns hat eine persönliche Geschichte und jeder von uns hat auch seine Lebenswunden und ich würde sagen auch seine Götzen. Und ich sage es jetzt mal ganz einfach, viele Menschen sagen mir, Thomas, weil meine Eltern so waren, deshalb handle ich so. Weil der Lehrer mich damals so blöd angemacht hat, deshalb handle ich so. Und sie tun nichts anderes als Yiftach und Wladimir Putin und viele andere in ihrer kleinen Welt. Natürlich haben sie nicht die Macht, also bleiben sie in ihrem kleinen Kreis. Aber ich behaupte das mal und sage das vielleicht so frech, wir handeln alle nicht anders, weil wir nach dem Muster handeln. Das, was die mir angetan haben, deshalb kann ich heute nicht anders handeln. Das ist fatal. Strich drunter. Wir sind in der Karwoche. Und wir werden Karfreitag feiern. Und dort sagt uns die Bibel etwas unglaublich Starkes. Nämlich, sie sagt, und Petrus sagt das noch, und Jesaja sagt das, durch seine Wunden sind wir heil geworden. Für mich liegt die Lösung darin, dass ich meine Wunden, ich sage es mal so, in seine Wunden lege und damit Heilung erfahre und nicht mehr von meiner Vergangenheit gesteuert bin. Weil meine Vergangenheit ist mitgekreuzigt. Ich kann anders leben. Es ist unglaublich, was in diesem Karfreitagsgeschehen drin liegt. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Jeder Einzelne, Wladimir Putin, ich, du, viele Menschen, die sich darauf einlassen, erleben Erlösung und Befreiung von dem, dass sie meinen, sie müssten so handeln, weil ihre Vergangenheit so ist. Das ist extrem gute Nachricht. Ich lade euch ein für den Karfreitag-Gottesdienst. Dort werden wir das feiern. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Ich werde ein paar konkrete Schritte aufzeigen, wie das geschehen kann. Deshalb haben wir als Christen den priesterlichen Dienst zu versehen. Und der priesterliche Dienst hat zwei Aspekte. Fürbitte und Dienst der Versöhnung. Wir beten für diesen Wladimir Putin, dass er Heilung erfahren würde von seiner Vergangenheit und Heilung und Befreiung von den Götzen, die daraus entstanden sind. Dieses Reich aufzubauen wieder, koste was es wolle. Und wir tun den Dienst der Versöhnung im Miteinander, in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, dass wir nicht in diese Kerben hineinhauen, in diese einfache Denkstrukturen und nochmals, wie kann man und den müsste man erschießen, sondern auch dort wirken wir versöhnend. Sondern man könnte es auch anders sehen. Denkt mal darüber und darüber nach. Und dann sagt Jesus noch, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das bedeutet auch für uns, dass wir im gewissen Sinne ohnmächtig sind. Dienst der Fürbitte und der Versöhnung ist uns aufgetragen. Und das wollen wir tun. Und ich meine, wenn
Millionen oder Milliarden Christen beten würden, könnte es sein, dass ein Wladimir Putin sich bekehrt und Heilung erfährt und seine Zukunft oder Gegenwart anders gestalten wird. So, wir sind den langen Weg gegangen von Jiftach über Putin zu uns selber und haben dieses Lebensmuster, das wir aus unseren Wunden handeln, entdeckt und dass wir Heilung finden. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Und das feiern wir an Karfreitag und dann natürlich an Ostern die Bestätigung, es ist so und wir können anders leben. Ich wünsche euch eine ganz gesegnete Karwoche und dass ihr das erfahren dürft. Durch seine Wunden sind wir heil geworden, weil er unsere Verletzungen ans Kreuz getragen hat und dort wurden sie gekreuzigt, damit wir befreit und erlöst leben können. Das ist extrem gute Nachricht.